Okay, ja, der eigene, persönliche, künstlerische Stil wird ja gerne als das Nonplusultra der eigenen künstlerischen Entwicklung angesehen. Und viele bewundern Kunstschaffende für deren Stil und Ausdruck. Und natürlich möchte man auch so sein. Es gibt also die üblichen Ratschläge und Videos, die all den Suchenden gegeben werden, um ihren Stil zu finden. Oft wird empfohlen, einzigartige Aspekte der eigenen Persönlichkeit und Interessen zu kombinieren, um einen eigenen Stil zu schaffen. Und wie wenig hilfreich diese Ratschläge manchmal sein können. Für manche kann es sich sogar als kontraproduktiv erweisen, wenn sie sich zu Beginn ihrer kreativen Laufbahn zu sehr auf die Entwicklung ihres Stils konzentrieren. Denn da gibt es noch etwas dazwischen. Genau, stattdessen sollte der Schwerpunkt auf dem kreativen Prozess und nicht auf dem endgültigen Stil liegen. Denn den Stil an sich gibt es nicht. Vergleiche es mit deiner Handschrift. Diese kannst du zwar da und dort beeinflussen, jedoch nicht die Grundcharakteristika, welche sich über die Jahre wie von selbst entwickelt hat. In diesem Video gebe ich dir eine 4-Punkte-Checklist für deine Prozessentwicklung. Das Video ist somit für alle, die in kreativen Vorbereitungen stecken bleiben und solche, die einen bestimmten Stil oder eine bestimmte Umsetzungstechnik verfolgen, aber Mühe haben, diese individuell umzusetzen und voranzubringen. Stell dir vor, das hier, dieser dünne Rand, ist dein Stil bzw. das, was die Leute von dir sehen und als deinen Stil bezeichnen oder was du bei anderen siehst als deren Stil. Und das ist all das, was einen Stil ausmacht, sozusagen den Stil als Nebenprodukt entstehen lässt. Diese 4 Bereiche beziehen sich nur auf deinen Arbeitsprozess und nicht auf die Ausbildung, auf die Lebensumstände, auf die Motivation und andere. Die 4 Bereiche sind erstens die Medien, also die Materialien, zweitens das Thema, also die Motivwahl, drittens die Methode, also die Art der Umsetzung und viertens der Maßstab, also die Größe und der Umfang deines Projektes. Dabei ist es ganz wichtig, den Prozess als solchen zu genießen und eine kreative Praxis zu finden, die sich ansprechend und erfüllend anfühlt. Schließlich möchtest du längerfristig daran Freude haben. Darum möchte ich dir ans Herz legen, dass du dir während dieser 4-Punkte-Prozesssuche bewusst machst, wie du dich bei der Umsetzung dieser Punkte fühlst, also dein Wohlbefinden notierst. Das kannst du ganz einfach mit einer selbstgemachten Tabelle oder einer Art Prozesstagebuch festhalten, wo du Informationen über deine emotionalen Reaktionen auf die 4 verschiedenen Anforderungen sammelst, damit du später eine Sicht und fassbare Vergleichsreferenz hast. Kommen wir zu den 4 Elementen des Prozesses. Erstens die Medien. Mit Medien sind die Arbeitsmaterialien gemeint, also mit was für einer Unterlage arbeite ich? Papier, Karton, Leinwand und so weiter. Und mit was zeichne, male oder bastle ich? Bleistift, Kohle, Aquarell, Öl, Acryl and so on. Wähle einen Medientyp und experimentiere mit Einschränkungen, wie zum Beispiel der Verwendung bestimmter Farben. Experimentiere mit verschiedenen künstlerischen Medien, sei es etwas Neues, Altbewährtes oder mit etwas mit selbst auferlegten Beschränkungen, um die Auswahl klein zu halten, damit du die Übersicht behältst. Das kann sein, dass du bereits Farben, Papiere, Leinwände hast und dir nichts Neues darum kaufen möchtest oder kannst. Das ist okay, du solltest dich aber eine Zeit lang nur für ein Medium entscheiden und mit diesem über mehrere Tage bewusst arbeiten und deinen Fortschritt, dein Wohlbefinden damit notieren. Hab keine Angst davor, dich hier wirklich nur auf ein paar Materialien zu limitieren. Das macht zum einen das Vergleichen der verschiedenen Medien viel einfacher, zum anderen entdeckst du, wie viele Möglichkeiten mit einer scheinbar beschränkten Vorgabe, wie zum Beispiel mit nur 3 Farben, möglich sind. Das bedingt, dass du dich wirklich auf die Beschränkung einlassen möchtest. Du merkst dann auch viel klarer, wie du selber auf diese eine Technik und Vorgabe reagierst. Du bekommst so ein ganz klares Feedback und lernst zudem deine Medien noch besser kennen und gebrauchen. Diese Art des vereinfachten Arbeitens lohnt sich wirklich. Punkt 2, das Thema bzw. das Motiv. Wähle ein Thema, ein Motiv, das deinen persönlichen Interessen entspricht und auch leicht zugänglich ist. Also wenn du zum Beispiel gerne Bäume zeichnest oder malst, dann wähle vielleicht nicht unbedingt die Mammutbäume in Kalifornien, sondern den Baum in deinem Garten. Vielleicht hast du bereits eine Liste mit Lieblingsthemen notiert oder gespeicherte Lieblingsbilder, Vorlagenbilder auf zum Beispiel Pinterest oder in einem Ordner.
abgespeichert. Vielleicht hast du kleine Skizzen, welche du weiterverfolgen möchtest. Es sollte auf jeden Fall ein Thema sein, das dir relativ leicht von der Hand geht, beziehungsweise mit dem du ganz wenig Mühe hast, es umzusetzen. Also nicht allzu hochgreifen und kein allzu kompliziertes Motiv wählen. Wenn dich das Thema auch nach 5 Umsetzungen noch weiter begeistert und nicht überfordert, dann bist du auf dem richtigen Weg. Ein leicht zugängliches und ansprechendes Thema könnte vielleicht im Widerspruch zu deinen hochgesteckten künstlerischen Zielen stehen, besonders wenn du Schwierigkeiten hast, kreativ aktiv zu werden. Hier heißt es, die eigenen Ansprüche zurückzunehmen, damit dir das Thema deiner Prozessentwicklung nicht im Weg steht. Es ist ähnlich wie im Sport, wo du am Anfang auch nicht die komplexen Übungen machst oder direkt die ganz schweren Gewichte hebst, obwohl du genau das sehr gerne würdest. Punkt 3, die Methode. Auch oft als Kunststil beschrieben. Die Methode ist eine sehr, sehr große Kategorie. Hier geht es ums Experimentieren mit verschiedenen Ansätzen, zum Beispiel Realismus, Naturalismus oder stilisierte Arbeiten, ob du gerne Collagen erstellst, ob du eher grafisch reduziert malst oder dich digital ausprobieren möchtest oder im Manga-Stil zeichnest. Variiere hier deinen künstlerischen Ansatz, sei es von realistisch zu stilisiert oder von figurativ zu abstrakt. Experimentiere mit verschiedenen Methoden, um herauszufinden, was dich wirklich anspricht. Schau dir auch Kunstbücher oder Ausstellungen an, um herauszufinden, was für Methoden bereits existieren. Vielleicht nutzt du bereits eine und es ist dir nicht bewusst, dass es dazu schon ganz viel Anschauungsmaterial gibt. Im Grafikdesign sprechen wir auch gerne von Trends, wie zum Beispiel die Schweizer Schule oder den 3D-Hyperrealismus, Cluttercore, Bento-Grid-Design, grafisches Graffiti und so weiter. Diese enorme Bandbreite an Methoden kann dich einerseits verunsichern, andererseits auch augenöffnend sein. Wenn du bei der Recherche findest, es ist dir alles zu viel, dann kannst du natürlich auch bei deiner Methode bleiben, zum Beispiel realistische Malerei, und dafür nur das Thema und die Medien wechseln. Von dort aus kann sich auch eine neue Methode für dich entwickeln. Also keine Angst, hier hat es nirgendwo eine Sackgasse. Und der letzte Punkt, Punkt 4, ist der Maßstab. Das klingt zuerst nach keinem großen Impact, kann aber ganz viel in deinem kreativen Prozess bewegen, wenn du die Größe und den Umfang deines Werks änderst, um zu sehen, wie sich dies auf die Kreativität auswirkt. Das kann ganz simpel die effektive Blatt- oder Leinwandgröße sein. Wenn du ganz groß arbeitest, dann wechsle auf kleinere Vorlagen oder sogar super, super kleine und umgekehrt. Dieser Aspekt, so banal er klingen mag, kann erstaunlich dabei helfen, aus einer kreativen Blockade herauszukommen. Der Maßstab betrifft aber auch die Menge, die du von etwas erschaffen möchtest. Wenn du also immer nur ein Blatt oder eine Leinwand ausprobierst, dann ist das zu wenig, um genügend Feedback zu bekommen. 3 oder 5 Blätter, Leinwände sollten es mindestens sein, damit du in den nötigen Rhythmus kommst. Oder auch nicht. Es kann ja sein, dass du beim ersten Blatt begeistert bist, auf den späteren Blättern aber realisierst, dass es doch irgendwie nichts für dich ist. Und wenn du eine große Serie geplant hast und du dich schon hier völlig überfordert fühlst, dann solltest du dich hier in der Menge begrenzen, auch wenn das deinen Ambitionen nicht schmeckt. So, das waren nun die 4 Punkte deines Prozesses. Zusammengefasst, der finale Prozess sollte sich für dich fesselnd, einnehmend anfühlen. Diese Anziehung kann sehr subjektiv und individuell sein. Für die einen können es neue technische Herausforderungen sein, für die anderen ein vielfältiges Ausprobieren von diversen Motiven oder das Gefühl, dass es sich einfach und beschwingt anfühlt. Der Prozess sollte sich so entwickeln, dass du dich schon auf das nächste Mal freust. Und wenn du dann drin bist, kommst du optimal in den Flow-Zustand. Wahrscheinlich gibt es bereits Techniken, die du ausprobiert hast oder die du im Endresultat zum Beispiel bei anderen KünstlerInnen ganz toll findest. Selber aber Mühe hast, diese entsprechend umzusetzen. Nehmen wir einen naturalistisch gezeichneten Blumenstrauß als Beispiel. Du hast es schon ganz viele Male versucht, diesen so realistisch wie nur möglich zu zeichnen, aber er sieht leider eben nie so aus wie in der Vorlage und deiner Vorstellung. In diesem Fall weißt oder ahnst du bereits, dass diese Art der Umsetzung nicht deine ist, oder zumindest nicht ein gewisser Teil von diesem Prozess. Stell dir bei diesem Prozesscheck oft die Frage, wie du dich dabei fühlst. Ziel ist es, Informationen über deine emotionale Reaktion während des kreativen Prozesses zu sammeln. Wie anfangs erwähnt, kannst du das anhand einer Tabelle notieren, oder du kannst auch eine Art Prozesstagebuch führen, wo du individuell und nur für dich verständlich dein Empfinden in den jeweiligen Punkten festhältst. Um das zu vereinfachen, kannst du diese Gefühlsskala anhand einer anderen Tätigkeit erstellen, die du gerne machst.
zum Beispiel Velofahren, um die Prozessmessung so präzise wie möglich anlegen zu können. Zusammenfassend lässt sich sagen, den Schwerpunkt von der Suche nach einem endgültigen Stil auf die Freude am kreativen Prozess zu verlagern. Dein Stil zeigt sich dann, wenn es soweit ist. Starte Experimente, um verschiedene Elemente des Prozesses zu erforschen. Und achte dabei genau auf deine emotionalen Reaktionen, um eine persönliche, erfüllende, kreative Praxis zu finden. Habe den Mut, dich in den Materialien zu reduzieren und in die Tiefe zu gehen. Je länger du dich mit etwas befasst, desto besser wirst du darin und desto mehr und länger Freude wirst du damit haben. Hier oben und im Videobeschrieb habe ich dir weitere Videos verlinkt, die dir bei deinem kreativen Prozess ebenso helfen könnten. Ich danke dir fürs Zuschauen und wünsche dir ganz viel Erfolg und Freude auf deinem Weg. Mach's gut, auf bald!